So, springen wir wieder mal ins Jahr 1991 zum Film, in dem Hulk Hogan seine zweite große Hauptrolle übernommen hat. Wir reden heute über den Film Der Ritter aus dem All oder wie er im Original heißt Suburban Commando. Im Film Der Ritter aus dem All spielt Hulk Hogan den hauptberuflichen Weltraumhelden Shep Ramsey. Der fliegt mehr oder weniger im Weltall umeinander, löst Probleme. Und so macht er das auch mit dem bösen General Sutor, der schon wieder mal die ganze Galaxie bedroht. Shep Ramsey stürmt dessen Raumschiff sozusagen, macht alle Bösen dem Erdboden gleich und zum Schluss zerstört er auch noch Sutors Raumschiff, lässt es explodieren, jagt das Ganze in die Luft und hat somit schon wieder mal das ganze Weltall gerettet. Durch Eigenverschulden macht Shep Ramsey nachher sein Raumschiff kaputt. Das muss notlanden auf der Erde, wo es wieder aufladen muss und da müssen nachher einige Wochen vergehen, bis die Batterien sozusagen wieder voll sind. In der Zeit muss er sich also auf der Erde sozusagen, bedeckt halten, ein bisschen Zeit umbringen und muss natürlich auch irgendwo wohnen, weil unter der Brücke hausen, das ist natürlich nichts wie Shep Ramsey. So kommt er mit Charlie Wilcox, recht schüchternen Architekten und dessen Familie zusammen, bei deren er eben noch wohnt. Sie also sozusagen zur Tarnung einquartiert. Er hat auch einen Haufen Ausrüstung dabei, die er in seinem Zimmer, das er da bezogen hat, ganz einfach versteckt. Charlie kommt nachher irgendwann einmal drauf, weil er ihn beobachtet, spielt nachher mit dessen Ausrüstung ein bisschen umeinander und das sendet nachher irgendwelche Signale aus, das nachher im Weltall von Kopfjägern sozusagen aufgefangen wird. Die machen sie nachher auf dem Weg zur Erde, weil es für Shep Ramsey gutes Kopfgeld gibt und somit ist nachher sozusagen die gesamte Erde wieder mal in Gefahr, nur aufgrund dessen, dass Shep Ramsey sozusagen notgelandet ist. Es kommt nachher der Sparer nur mal, der böse General Sutor zurück, tritt auf den Plan zum großen Finale nachher. Regie geführt bei dem Film Der Ritter aus dem All hat ein Mann namens Burt Kennedy, der ist leider schon im Jahr 2001 verstorben und hat durchaus einige Filme gemacht, die man ansonsten noch kennt, insbesondere im Western-Genre, ist also kein unerfahrener Mann gewesen und man muss auch sagen, dass der Film eigentlich gar nicht übel besetzt ist. Ich meine, natürlich, wir haben Hulk Hogan in der Titelrolle von Shep Ramsey, so am echt billigen Klischee-Muskelprotz-Weltraumheld, der wirklich nichts anderes zum Tor hat, als einen ganzen Tag im Weltall umeinander zu fliegen, irgendeinen besten Imperator oder General zu suchen und den nachher dingfest zu machen. Und ich muss sagen, der passt da eigentlich gut rein. Insbesondere sein billiger Weltraum-Muskelverstärker-Anzug schaut echt gut aus. Und ich bin bis heute nicht drauf gekommen, was das Stirnband, das er da hat, was das für einen Sinn hat. Ich meine, beim ganzen Rest, bei dem Panzer, den er da mehr oder weniger hat und die Handschuhe und auch die Stiefel von mir aus, da könnte man unterstellen, dass irgendwo so ein, Muskelverstärker Sinn und Zweck dahinter liegt. Aber was verflucht nochmal macht das Stirnband? Ansonsten haben wir natürlich an seiner Seite als Charlie Wilcox nur an Christopher Lloyd. Der spielt da eben den, sehr schüchternen, nicht sehr selbstbewussten Architekten, der nachher im Laufe des Films durch die Anwesenheit von Shep Ramsey natürlich wächst, reifer wird, mehr Selbstvertrauen kriegt, bis er nachher am Ende mehr oder weniger wirklich für sich selbst einsteht und natürlich wird sein Leben durch Shep Ramsey im Großen und Ganzen viel besser, obwohl er vorher da natürlich einen Haufen Scheiß durchgemacht hat, auch wegen ihm und so weiter. Das ist ja halt eine ziemlich klischeemäßige 0815-Rolle, wie man es in solchen Filmen oft sieht, aber immerhin sehr sympathisch verkörpert eben durch Christopher Lloyd. Und Christopher Lloyds Frau, die Jenny Wilcox, wird nachher noch gespielt von Shelley Duvall.
die das Ganze so ein bisschen auf ja, ich sage jetzt einmal eher spielerische Ebene zieht, die Frau, die eben hinterm Charlie Wilcox sozusagen steht, doch immer wieder versucht, einem irgendwie so eine Art Selbstbewusstsein einzureden, was natürlich absolut nicht funktioniert. Der Film schrotzt geradezu vor billigen Effekten, ne? Beispielsweise Shep Ramseys Raumschiff, das da halt notlandet und nachher am Ende halt ganz einfach wieder abhebt und so. Es schaut jetzt halt alles nicht so wirklich gut aus, aber wie gesagt, das ist ein Action-Comedy-Trash aus dem Jahr 1991. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ansonsten besticht der Film auch nur durch eine extrem platte Auslegung von Humor. Oder anders ausgedrückt, der Film strotzt geradezu vor, ja, ich sage jetzt einmal, platten Gags, die mehr oder weniger schon an Bord bis zum Boden haben, wo man sich an den Kopf klatscht mit der flachen Hand und denkt, haben die das wirklich noch gemacht? Wenn Shep Ramsey zum Beispiel durch die Vorstadt spaziert und ganz einfach so jedem hilft irgendwie, den er irgendwo aufgab in Crew oder von dem er denkt, dass er in Gefahr war. Beispielsweise so einen bescheuerten Pantomimen, der halt alle wieder irgendwo von den Situationen vorspielt, bei der man meiner kommt, okay, er war jetzt halt irgendwie in Not oder so und jedes Mal wieder kommt Shep Ramsey vorbei und befreit ihn sozusagen auf irgendeine dämliche Art und Weise aus der Not. Und das ist eben so eine Art kleiner Running Gag, das passiert 3-4 Mal, bis der Pantomime am Ende halt sozusagen ganz einfach anhaut. Oder Shep Ramsey latscht umeinander und trifft auf ein kleines Mädchen und das Mädchen vom Baum weint, weil ihr Katz ist halt auf dem Baum und nachher birgt er den dämlichen Ast ganz nachher und nachher ist nicht die Katz. Und es sind alles solche Sachen ganz einfach, die ziehen sich durch den ganzen Film durch. Und auch wenn die ganze humorische Gestaltung echt abgeschmackt ist, muss ich sagen, es passt komplett zu dem Film. Es passt zu Hulk Hogan dazu und ich muss sagen, ich finde das einfach wunderbar. Das sind eigentlich schon so Situationen zum Fremdschämen, weil man sich wirklich denkt, was haben sich die Macher bei der ganzen Sache gerade gedacht, dass das wirklich funktioniert, irgendwie neu ist, lustig ist und so weiter. Und dann kommt man aber selber drauf, dass man wirklich schmunzeln muss bei der ganzen Angelegenheit. Find ich wunderbar, finde ich echt wunderbar. Für die WWF und Wrestling-Fans sei auch nur gesagt, dass wir einen kleinen Special Appearance-Auftritt haben vom Undertaker. Der spielt da einen von den Kopfgeldjäger noch ganz, ganz früh in seiner Karriere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, sein Debüt müsste der gehabt haben 1990. Da könnt ihr mir jetzt gern verbessern, glaube ich zumindest einmal. Und 91 ist eben der Film da nachher gekommen, wo er so eine kleine Rolle gespielt hat, mit ein paar Wörtern, also mit einem kleinen bisschen Text, was man auch wieder ins Lächerliche gezogen hat. Und so zieht sich der Film ganz einfach dahin nachher, bis ins Finale nachher, wo es nur bei den epischen Kampf gibt, eben zwischen Shep Ramsey und dem bösen General Sutor, wo ich nachher auch wieder sagen muss, die haben den Sutor nachher am Ende in einen echt geilen Bodysuit gequetscht. Insgesamt muss ich sagen, ist der Ritter aus dem All Action-Comedy, so ein kleines bisschen Science-Fiction-Trash, Kleinod eigentlich von Anfang der 90er Jahre. Mir persönlich gefällt er jetzt besser, wenn wir jetzt bei den Hulk Hogan Filmen bleiben, als von mir aus der Hammer bzw. No Holds Barred. Die Thematik gefällt mir ganz einfach besser, ich mag den Humor ein bisschen mehr. Und er hat auch eine ganz billige musikalische Untermalung. Wie gesagt, das Gesamtpaket ist einfach wunderbarer Action-Comedy-Trash. Hulk Hogan ist da in einer Paraderolle sozusagen. Und ich war eigentlich dafür gewesen, dass der Ritter aus dem All vielleicht noch so ein, zwei Fortsetzungen kriegt. Ich hätte nämlich nur mit Freude mehr Abenteuer gesehen, eben vor dem billigen Weltraumheld Shep Ramsey. Aber leider war mir das nicht vergönnt.